Alter, ich habe echt Mist gebaut. Und ich weiß nicht, ob ich ohne Smartphone einfach weiterkomme. Im Februar 2024 habe ich meine Wohnung gekündigt, meinen Job aufgegeben und habe angefangen, einen Wohnwagen für mein Fahrrad zu bauen. Seit einigen Wochen reise ich damit quer durch Europa. Wir haben Tag 20, meine Matratze und einiges an Kleidung ist komplett nass und heute Morgen habe ich mein Handy zerstört. Und ja, es leuchtet noch, aber Touch ist fast komplett kaputt und der Bildschirm wird schwarz, wenn man eine App öffnet. Ich könnte eine Menge Schimpfwörter reinschneiden, die ich hier auf Band habe, aber das erspare ich euch mal. Stattdessen erkläre ich in der Zeit, warum das so eine große Sache ist. Nicht nur habe ich 50% bisherigen Aufnahmen mit dem Handy gemacht, ich habe auch meine gesamte Routenplanung und Navigation darauf. Und vor allem finde ich über Plattformen wie OneNightTent, Warm Showers, Welcome to My Garden und Be Welcome tolle Leute, bei denen ich kostenlos die Nächte verbringe und Verbindungen knüpfe. Aber natürlich war ich genau auf diesen Fall vorbereitet. Ich habe eigentlich für alles ein Backup. Die Tour geht also weiter mit diesem 7 Jahre alten, halb kaputten Handy. Aber erstmal zurück zu meinem alten Ich, denn ich muss mit dem bisher härtesten Wind kämpfen. Ich hab echt Mist gebaut. Wenn man so lange unterwegs ist wie ich, ist glaube ich klar, dass Rückschläge dazu zählen. Es kann nicht immer diese rosarote Märchenwelt sein. Und es fühlt sich momentan alles andere als Urlaub an. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Also nach dem Tag heute ist das hier ein Träumchen. Nach wirklich leckerem Essen und einer trockenen Nacht ist etwas Sightseeing in Amersfoort angesagt. Natürlich nicht ohne Regen. Ich habe gelernt, dass Pausen wie gestern sehr wichtig sind. So konnte ich jetzt an einem freien Tag fast alle Daten von meinem Handy retten. Selbstverständlich geht es weiter nach Amsterdam. Zuerst ist mein Tagesziel aber Utrecht. I had a dream that we were happily lost. We left the path and just wandered off. We said in our imagination, everywhere is home. So viel. Breadcrumbs to mark the path, but where this is going, there ain't no map. Hey, what's the destination? Die Frage ist ja nur, wie geht man mit den Rückschlägen um? Lasse ich mich mit runterziehen oder kämpfe ich mich durch, um auf der anderen Seite des Tunnels Licht zu sehen? Ich glaube, meine Antwort kennt ihr schon. An diesem Punkt bin ich schon wieder am Ende. Und meilenweit gibt es keinen Campingplatz. Aber das habe ich diese Woche gelernt. Wenn es mir am schlechtesten geht, treffe ich die besten Leute. Ich wurde die Nacht tatsächlich beim entspannten Leben aufgenommen. Ich bin einfach vorbeigekommen und hab gesagt, ja, ist hier irgendwo ein Campingplatz in der Nähe? Und ich sage, komm rein, dann mit Raum für dich. Super, super nett. Aber anscheinend fängt es jetzt auch wieder an. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Was mache ich hier? Bisschen Regen hat sich jetzt doch eher als ziemlich viel Regen rausgestellt. Ja, und ich bin komplett nass. Um mich zu schützen, bin ich so halb in diese Gartenhütte eingebrochen. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. So, Regen scheint sich verzogen zu haben, aber ich glaube, meine Schuhe sind komplett durch. Socken komplett nass. Mal gucken, gleich wie es hier in dem Wagen dann aussieht. So, einmal Schadensreport.
Ja, es ist einigermaßen nass geworden von der Seite. Eine Hose hier ist komplett nass. Das hier ist komplett nass und hier unten, ja, steht das Wasser fast. Aber jetzt kann es ja nicht schlimmer werden, oder? Zumindest kommt in Amsterdam mal die Sonne raus. So, ich bin jetzt endlich in Amsterdam angekommen. Mit dem Fahrrad ist das ja hier echt ein Träumchen. Etwas außerhalb bin ich jetzt auf dem Campingplatz gelandet und hier kann ich jetzt endlich mal meine Sachen trocknen. Unfassbar, ich habe es wirklich nach Amsterdam geschafft. Es war nicht immer einfach. Und vor allem die Wege mit den engen Gassen hier machen mir echt ein paar Kopfschmerzen. In diesen paar Minuten kommt es, glaube ich, gar nicht rüber, wie viel Kraft mich das kostet. Es hat sich aber ausgezahlt, nicht aufgegeben zu haben. Irgendwie kommt man halt immer wieder aus dem Loch raus. 3, 2, 1, go. What's the destination? Also man kann mir nichts sagen, aber Fahrradfahren im Regen macht einfach keinen Spaß. Aber dafür ist die Zeit danach umso schöner. So langsam mag ich dieses Gericht hier echt nicht mehr sehen. Aber es gibt ja noch zur Abwechslung Brot. Ja, auch wenn diese ganzen Bilder irgendwie so, ja, unfassbar toll wirken, richtig Spaß habe ich momentan nicht. Irgendwie hatte ich gehofft, dass ich super viel Zeit habe zwischendrin. Aber jetzt komme ich um 21 Uhr hier an, durchnässt von Regen. Und irgendwie ist die Energie einfach nicht da, um irgendwas noch zu machen, außer was zu kochen und dann, ja, schlafen zu gehen. An der Stelle muss ich mal erklären, was als nächstes passiert. Ich habe ein Zugticket zurück nach Hamburg gebucht. Das heißt aber auch, ich muss in den nächsten 2 Tagen irgendwo mein Fahrrad und den Wagen unterbringen. Ich habe mit vielen Leuten geschrieben, bisher habe ich aber niemanden gefunden. Ich kenne aber noch jemanden, wo das auf jeden Fall geht. Und so drehte ich um, auf super ausgebauten direkten Wegen, mit dem Wind im Rücken und der Sicherheit, in ein paar Tagen wieder ein warmes Bett zu haben. Es kann halt nicht immer so laufen, wie man sich das erhofft. Home, I'm making my way home. My mind's already there. Yes, my mind is light. You're with me in the dark. Light my way out.
das hier ist schon wieder so ein verrückter, genialer Platz. Ich gönne mir aber erstmal ein ordentliches Frühstück. Ich habe heute ganz schön was vor mir. Ich weiß nicht wie, aber gestern war wieder super. Es ist ein ständiges Auf und Ab. In den letzten Tagen habe ich sehr viel Zeit mit mir selbst. Das kann befreiend sein, aber auch gleichzeitig eine Last. So richtig runterkommen kann ich jedenfalls nicht. Und es fühlt sich momentan alles andere als Urlaub an. Das habe ich jetzt so gebraucht. Es fängt aber auch schon wieder an zu pissen. Da geht's nicht weiter. Ich glaube, eine Sache ist klar. Wenn ich eine Route plane, sollte ich ein bisschen aufpassen, wo ich die Route plane. Ich muss sagen, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich bin diese Reise gestartet, um über meine Grenzen hinauszugehen, die Komfortzone zu verlassen. Ich wusste, dass es nicht angenehm wird. Aber jetzt ist diese Grenze erreicht. So, willkommen zurück. Wir sind wieder am Anfang dieses Videos in Amersfoort. Ja, ich bin jetzt mal 80 Kilometer zurückgefahren. Okay, ich hätte das hier als Cliffhanger auch so stehen lassen können. Der Grund, warum ich jetzt zurück bei meiner Familie in Hamburg bin, sind ein paar wichtige Termine. Ein paar Tage runterkommen und Freunde und Familie zu sehen, tut aber auch mal ganz gut. Natürlich geht es aber weiter. So, willkommen zurück. Es geht endlich wieder aufs Rad. Irgendwie kenne ich diesen Ort. Ich habe immer noch nicht gekocht. Ich weiß nicht, wo ich schlafe. Hier sind ein paar Bauernhöfe, da frage ich jetzt mal. Ja, aber es bleibt spannend. Update, Stunden später. Ich habe jetzt 4 Bauernhöfe gefragt. Leider konnten die kein Englisch. Ja, Schlafplatz sieht nicht gut aus. You've met me at a very strange time of my life.